Okay, hier, viel besser. Ich sterbe am Anfang. Hab ein Power-Up gehabt, gut, das ist weg. Wahrscheinlich meine beste Chance, das Level zu lösen. Also meine einfachste Chance, meine ich, ist damit weg. Aber ich bin am Anfang gestorben. Gut, nicht kurz vorm Ende. Das ist doch schon mal was. So, in dem einen Block hätte vielleicht ein Pilz drin sein können, aber... Das Problem ist auch, zwar kriegt man manchmal dann doch Power-Ups in diesem Spiel, aber dann sind die so richtig scheiße gesetzt, dass man die doch lieber gar nicht erst haben will. Muss man hier einen bestimmten Weg gehen oder so? Oder kann ich einfach auch lang? Weil irgendwie wiederholt sich das die ganze Zeit. Ich muss da rein wohl, hä? Sonst geht das hier unendlich lang. Moment. Ach nein, hier war ich schon. Was zur Hölle passiert hier, Mann? Okay, gehen wir weiter. Sei es drum. Ich weiß ja nicht, ob es sich wirklich die ganze Zeit loopt. Oder gehen wir unten lang? Das wäre sowieso ein bisschen lieber, glaube ich. So, einfach weiter und weiter. Und irgendwann muss doch was Neues bei rauskommen, oder? So, dreimal Röhre. Ah, okay. Bowser. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das hier ist eine fiese Stelle, wie ich gerade schon sehe. Aber okay, überwunden. Und easy peasy. Zack, okay. Habe ich jetzt ein bisschen überheblich gesagt und doch ein kleines bisschen Angst bekommen, dass er mich doch noch tötet. Aber dem war zum Glück nicht so. Und wir haben wieder die fette Tottenmütze. Die Animation hatten wir jetzt auch schon alle. Und haben Welt B durch. Zwei Welten haben wir noch vor uns. Und dann haben wir das Spiel endgültig durch. Ah ja, oh, okay. Nein. Die anderen Blöcke habe ich erstmal nicht aufgemacht, weil da hätte eh kein Item rauskommen können. Weil da war ja kein Platz, wo es rausbauen könnte. Ist hier ein unsichtbarer Block oder so? Okay. Gib mir einen Pilz. Pilz, Pilz. Au, ja, Pilz. Und ich hätte ihn fast nicht mal bekommen. Das ist ja mies. Ah, okay. Alles gut. Alles gut. Boah, ich krieg immer Schiss bei diesen Sprüngen. Und vor dem Kerl sowieso. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen ganz gut auf ihn drauf. Und zack, okay. Und dann haben wir das Level geschafft. Oh, Mann. Gut, es sind einfach nur manche Stellen, die so richtig unerwartet sind. So, wo man auf Koopas abspringen muss. Man weiß es halt wirklich nicht vorher. Und Hammerbrüder auch, aber dem konnte ich zum Glück ausweichen. Und mehr war das Level auch nicht. Und fliegende... Ach du Scheiße, fliegende alles. Das Einzige, was hier nicht fliegt, das bin ich selber. Oh Mann. Dann lass ich mich von dem noch erwischen. Ja. Okay, von einzelnen Blöcken abspringen. Kein Problem. Das war auch kein Problem. Das war jetzt eigentlich mehr Glück. Da war, glaube ich, ein Pilz dran. Auf den habe ich jetzt wirklich freiwillig verzichtet. Okay, ob ich das jetzt noch hinbekomme? Ja. Tatsächlich. Okay, ich hätte mit viel Mühe hier noch raufgekonnt. Muss ich aber gar nicht. Ich muss einfach nur hier... Zack. Okay, auf Anhieb. Nice. Auch geschafft. Ich schlag mich. Ich mach mich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich sogar noch mehr Probleme hätte. Aber bis jetzt geht's. Wer weiß. Es kommen immer noch fiese Levels auf uns zu, aber... Es geht bis jetzt. Okay, so eine Art Level hatten wir ja schon mal. Aber nicht mit Lucky 2. Ich falle hier runter. Ich war zu gierig. Ich hätte wirklich bei dem zweiten kommenden Trampolin anhalten müssen. Aber dieses Abspringen von diesem Trampolin, ich habe den Eindruck, das klappt hier besser als in der NES-Version. Oder in der Famicom-Version, ja. Das ist ja nicht mal NES. Das ist ja der Unterschied, aber... Wow, er ist tot. Geil. Okay, aber er wird eh neu spawnen. Ist das nicht sonst genau das gleiche Level? Moment. Das kommt mir jetzt nicht anders vor als dieses eine Springhochlevel, was wir schon hatten. Wobei, doch, es hat, glaube ich, hier und da seine Unterschiede. Den nehme ich mal. Ach du Scheiße, das Ding hat mich einfach nach rechts gedrückt. Glaubt ihr mir nicht? Ist es aber passiert? Ich kann es ja selber nicht mal glauben. Das hat nämlich irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ich dachte wirklich, das ist wirklich mal ein geschenkter Pilz. Aber von wegen, nein, das ist ein du stirbst Pilz. Irgendwie. Irgendwie ist der das. Okay. Ich
Geh weg. Okay, wir verzichten mal freiwillig auf diesen Pilz. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich fast genau das eine Level. Ich glaube 7-3 oder so ist das gewesen. Nur mit echt kleinen Unterschieden. Zum Beispiel, dass es Lucky Two gibt. Aber sonst ist das einfach mal das Level, was wir schon mal hatten. Okay. Keine große Nummer an sich. Okay, auf ins Schloss. Moment, auch das Schloss hier kommt mir bekannt vor. Ist das 7-4 jetzt? Wir hatten 6-4 und jetzt haben wir 7-3, so. Und jetzt haben wir 7-4 nochmal, das Level. Doch, das Level haben wir schon mal gespielt. Ich hatte sogar Probleme in diesem Level aus irgendeinem Grund. Ja, genau, jetzt kommen erstmal diese drei Koopas. Und dann kommen diese Viecher da unten. Man kriegt ein Leben von denen. Und dann kommt das. Ah, das wurde erschwert. Okay, hier sind jetzt so einzelne Steine noch im Weg. Hier ist nur ein Kerl drin statt zwei. Das wurde sogar vereinfacht. Aber auch, oh, aber die Stelle, Moment. Da muss ich jetzt mal gucken. Okay, diese gesamte neue Schwierigkeit dieses Levels liegt einfach an dieser einen Stelle, dass da zwei Steine hingesetzt wurden, die einen das Vorankommen fast unmöglich machen. Auch nur fast unmöglich. Ich meine, ganz unmöglich kann es ja auch nicht sein, aber es ist schon sehr, sehr, sehr fies. Alles andere ist eigentlich gleich in diesem Level. Ist natürlich ein bisschen lame, muss man sagen, vom Level-Design. Weil das jetzt wirklich keine große Sache ist. Einfach nur fast das gleiche Level zu machen. Aber diese eine Stelle, die ist echt arschig. Okay, hier hat man einen Stein hingesetzt. Nicht weiter schlimm. Kommt man noch mit klar. Ach, jetzt sind es doch wieder zwei Kerle. Okay. Wie mache ich das hier? Okay. Oh, Mann. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe wunderbar gespielt. Aber genau in der Sekunde musste an genau der Stelle... Ich glaube, dieses Feuersäulen-Ding, das war auch noch nicht Feuer da. Das bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Genau da musste natürlich dieses Scheißding kommen. Konnte ich wirklich nichts hören. Die kommen ja zufällig. Also, Pech gehabt. Und das ist ja der schwierigste Bowser meiner Meinung nach im Spiel, in diesem Level gewesen, weil der ja auch diese Feuersäule unter sich hatte. Und wer weiß, ob die das nicht jetzt auch nochmal weiter erschwert haben. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber, na, das ist schon ärgerlich. Aber zumindest haben wir bewiesen, dass wir diese eine Stelle schaffen können, also dass es möglich ist. Fuck! Ey, ich denke, ich lande auf ihm drauf. Nö, lande ich nicht. Zählen ist ja auch wirklich kein Problem, ist ja alles nur easy peasy. Da hinten fängt erst das wirkliche Level an, sag ich mal. Aber selbst die Stelle hier dürfte eigentlich kein so großes Problem darstellen, wie sie es eigentlich tut. Boah, schon wieder dieses verdammte Ding. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, wir haben es zum Bowser hin geschafft. Es wurde eine Sache, glaube ich, geändert, nämlich die Feuersäule geht jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Was wirklich nach nichts aussieht, aber das wirklich noch einen ganzen Ticken schwerer macht. Fuck. Also dieser Bowser hat einen verdammt guten Schutz durch diese Feuersäule. Abgesehen davon, dass er selber gar keinen Feuerschaden nehmen kann. Es gibt
gibt ja andere Spiele, die beweisen das Gegenteil. Naja, es gibt jedes Spiel, das beweist das Gegenteil, wenn er in die Lava fällt zum Beispiel. Ist nicht gut für ihn, aber das Feuer macht ihn gar nichts aus. Nein, noch nicht. So, jetzt. Ich check, also diese Stelle check ich nicht, weil die ist nicht mal schwer, aber ich stepp trotzdem da. Das verstehe ich nicht. Alles andere okay. Klar, weil es schwer wie Scheiße ist. Aber das sollte nicht ein Problem darstellen, diese beiden Käfer. Aber irgendwie tut es das trotzdem. Komisch. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe nicht viel zu kommentieren bis zu dieser Stelle, weil das Level hier erst anfängt, meiner Meinung nach. Das andere. Okay, jetzt ist es wieder nur einer. Also das ist dann wirklich mein Glück, so gesehen, weil dann ist das ja wirklich machbar. Zack. Ja. Langsam habe ich auch das da raus, also wie man da durchkommt. Oh, das hätte fast ein unglückliches Ende genommen. Aber jetzt kommen wir wieder zur berüchtigten Bowser-Stelle. Also, wie mache ich das? Ich lock ihn da raus. Mein Zeitfenster war nicht da. Deswegen habe ich gezögert. Hätte nicht klappen können. Ich wollte unter ihm gerade her, aber dabei ist mir eingefallen, so, ja, diese Feuersäule, verdammt. Also, es muss halt gerade beides passieren. Die Feuersäule muss sich unten befinden, während Bowser springt. Das muss passieren. So, und da das ja ein Zufallssystem ist, ob und wann das passiert, muss ich halt jetzt so lange dieses Level spielen, bis sich irgendwann genau diese eine Gelegenheit auftut, damit ich da einfach durchrennen kann. Und so lange müssen wir dieses Level spielen die ganze Zeit. Was nicht wirklich, zumindest bis dahin, mit, ja, Können zu tun hat, sage ich mal jetzt so platt. Sondern man muss wirklich einfach diese Gelegenheit kriegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Diese Feuerbälle. Selbst wenn sie mich nicht treffen, dann trifft mich halt der Nächste. Auch wenn er mich getroffen hat, schon der Vorherige. Aber nö. Keine Chance. Die liegen so fett in der Sprungbahn. In meinem Weg. Und auch die sind ja eigentlich zufällig, wie sie gerade kommen. Was ja auch nochmal zu der ganzen Sache beiträgt. Also langsam würde ich schon ganz gerne das Level echt mal schaffen. Nochmal das Level schaffen, was wir ja schon geschafft haben. In einer leicht abgeänderten Variante. Na, jetzt sind wieder zwei. Ah, Mist, ich bin dumm. Ich habe gar nicht mal mehr auf mich selbst drauf geguckt. Ich habe nur auf diese Käfer geguckt. Hab Schiss bekommen, weil sie jetzt doch wieder zwei sind. Obwohl es mir gar keine Angst machen dürfte, weil das ziemlich schwer ist, darüber zu kommen. Ah, okay, gut. So kann man es auch lösen. Haben wir jetzt rausgefunden. Ich weiß auch nicht mehr. Jetzt langsam fängt, glaube ich, an, das Level mich zu langweilen oder so. Und deswegen fange ich jetzt noch an, auch irgendwie Kacke zu spielen. Ich weiß auch nicht. Ja. So, und jetzt stellt euch mal wirklich vor, das haben wir jetzt wirklich außer Betracht gelassen, jeder dieser Game Overs, die übrigens aus drei Leben bestehen, nicht mehr aus fünf, also hier aus fünf, aber eigentlich da aus drei. Okay, jetzt hängen die sich da auf. Soll mir recht sein. Wäre immer wieder Welt C von vorne spielen. Jedes Mal, für jedes Mal, wo Bowser nicht gut rüberspringt gerade, dass ich was damit anfangen kann, könnte ich ja fast wieder eine ganze Welt von vorne immer wieder spielen. Jedes Mal wieder. Na, ich muss zurück. Ich darf nicht im Radius von diesem Ding da stehen. Komm näher, er muss nah an mich ran. Nein. Ah, okay. Von mir aus spielen wir das Spiel. Er muss aber schon in meine Nähe kommen. Er muss schon auf mich zukommen.
Boah! Das war das minimale Zeitfenster, was ich gerade genutzt habe. Ich check nicht, warum das so Mini-Tots sind, aber ist okay. Das sind Babys. Man sieht ja nie Baby-Tots. Aber das war das Zeitfenster. Ich habe es einfach mal endlich genutzt.